Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Ein Programm für Groß und Klein wurde geboten beim diesjährigen Pfarr- und Familienfest der katholischen Kernstadtgemeinden St. Johannes und St. Marien. Das kirchliche Großevent findet im jährlichen Wechsel in einer der beiden Gemeinden statt und in diesem Jahr turnusgemäß in St. Marien. Die einzelnen Gruppierungen und Vereine hatten sich für die Gäste einiges einfallen lassen. Der Pfarrgemeinderat wollte es genau wissen, wie viele Gummibärchen befinden sich in diesem Glas. Raten Sie doch mal mit, die Auflösung gibt es am Ende des Beitrags. Besonders für die Jüngsten wurde ein attraktives Rahmenprogramm konzipiert. Ob Hüpfburg, Spielstände oder Kinderflohmarkt. Langeweile kam hier heute nicht auf. Publikumsmagnet auch der angrenzende Kindergarten. Hier gaben die Erzieherinnen ihr Bestes. Junge Häupter wurden gekrönt und Gesichter malerisch gestaltet. Der Hauptgewinn der Tombola war dann eher etwas für die Größeren. Ein Wochenende lang ein Cabrio fahren, das war der Preis, den man hier heute abräumen konnte. Gleich neben dem Cabrio ein weiterer Blickfang auf dem Kirchplatz, das KfD-Mobil. Die KfD, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, informierte über ihre aktuellen Projekte und hatte ein Netz aufgespannt, um neue Mitglieder einzufangen. Denn die Frauen sollen sich nicht nur sinnbildlich vernetzen. Durstigen Frauen wurde dann auch ein fruchtiger Cocktail serviert, der stilecht im Liegestuhl genossen werden durfte. Und auch die Männer nutzen das Angebot der engagierten Frauen. Ein Novum in diesem Jahr, die Aktion Offene Kirche. Mechthild Scherf hatte die meditative Auszeit vom Fest organisiert. Wer kurz innehalten wollte, konnte die ruhige Atmosphäre in dem 60er-Jahre-Bau genießen. Und wer wollte, bekam auch noch eine Kirchenführung gratis dazu oder konnte sich künstlerisch verwirklichen. Ausgewählte Elemente aus dem Kirchenraum konnten zu Papier gebracht oder aus Ton geformt werden. Das Pfarrfest um den Kirchturm St. Marien war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg, auch dank der vielen Ehrenamtlichen, die ihre Zeit gespendet haben, um das Fest auf die Beine zu stellen. Und falls Sie mitgeraten haben, hier jetzt die Auflösung. In dem Wegglas befanden sich 255 Gummibärchen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe.